Ronny Rüegger, ein 4-2-Sieg über Fribourg-Gottero. Man hat das Gefühl gehabt, dass die Players von Anfang an bereit sind. Sehen Sie das auch so? Ja, wir haben sicher gut gestartet. Und nachher haben wir Fribourg ein bisschen aufkommen lassen. Sie sind zu Chancen gekommen. Aber über das ganze Spiel kann man sagen, sind wir die beste Mannschaft gewesen. Wir haben zwar ein paar gefährliche Chancen gegeben, aber ja, wir haben eine Verteidigung, die da sind. Ich sage jetzt, Claude, du bist der verdiente Sieger. Haben wir heute etwas besonders gut gemacht oder haben wir einfach eine Verunsicherung gespürt von Gotteron? Vielleicht war es beides. Wir sind sicher mit genug Selbstvertrauen ins Spiel gegangen. Bei Fribourg hat es vielleicht ein bisschen gefehlt und dann kommt es halt so raus. Man hat den Eindruck gehabt, dass Sie bis auf Schlussdrittel einen recht ruhigen Abend erlebt haben. Haben Sie das anders gesehen? Ja, recht ruhig, aber ab und zu ist doch wieder ein Fribourger vor mir auftaucht und gefährlich geworden. Also die Chancen, die wir zulassen haben, sind eigentlich gefährlicher gewesen. Wir haben vielleicht nicht so viele Schüsse zulassen, aber wenn, dann sind es ab und zu mal gefährlich geworden. Ich sage jetzt, wie schwierig ist es, wenn man die ganze Zeit wenig zu tun hat und nachher voll muss parat sein? Ist es auch vor allem mentale Sache oder kann man das trainieren? Ja, trainieren, ja, vielleicht mit der Erfahrung kommt das. Sicher ist es einfacher, wenn man immer ein bisschen unter Beschuss ist. Aber es gibt so Spiele und im Moment spielen wir so, dass wir eigentlich dagegen unter Druck setzen können. Und dann gibt es halt nur phasenweise Arbeit für mich und ich stelle mich so darauf ein und dann muss ich meine Arbeit machen.